Grüezi Zuschauer und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Panther Replay. Wieder mit mir, dem Semper, und heute haben wir ein Replay von Darth Spargel. Darth Spargel Bob in seinem Stuck 3. Nämlich Teuße ist das der Missionspanzer? Kann das sein? Ich glaube, das war der Stuck 3, ne? Ich kann mich da aber auch irren. Hier auf Highway, ganz alleine. Mit seinem, ja, was ist ja Mid-Tier mehr oder weniger? Eher ein bisschen Low-Tier, weil es sind eigentlich kaum vier, doch sind ein paar vier. Also Mid-Tier. Ja, Loadout eigentlich schön normal. Zwei Drittel AP, ein Drittel APCR. Große Ersatzteilkiste, kleine Rap-Kit, Schokolade und Fernrohr und Netz. Ups. Ja, fährt jetzt erstmal Richtung Stadt. Hat die, was hat er im Gegnerteam? Reload hat er im Gegnerteam und sonst, ja, doch recht erfahrene Spieler, muss man jetzt mal zugehen. Aus seinem Team hat er mit Platoon 1 hat er ein Reroll. Fast zwei, ne, mit dem Achilles. Ja, aber er geht jetzt hier mal Richtung Stadt. Zieht aber schön ein, dieses Stuckding, ne? Bounced hier leider einmal in AMX. Jetzt kommt er durch, geht hier ein bisschen vor die Stadt, hier auf die beliebte Sniper-Position, ne, hier bei näher der Brücke. Kommt hier nicht durch den AMX durch. Aber er hat keine Lust umzuladen, ne? Er bleibt hier schön bei AP. Und hat ihn noch gekriegt. Hat sich gelohnt. Ja, der Stuck 3, ich glaube, es ist so ziemlich ein. Also habe ich jetzt noch selber kaum gespielt, glaube ich, ein oder zweimal. Habe ich selber noch nie auf dem Kanal gesehen. Sehe ich selber auch sonst kaum auf irgendwelchen Kanälen. Also wieder eher ein Exote. Passt eigentlich wieder, ne, zu meinen neuesten Videos. Der Exote, der Exote, der Exit. Ja, regt sich ein bisschen auf über sein Team, so es aussieht. Weil der KV irgendwo gerade in Tokyo-Lot ist. Okay. Ja, wird jetzt hier natürlich, werden hier auf dem Feld, werden sie überrannt, aber sowas von. Der fährt sehr lange zurück. Der ELC, weiß ich, ob der AFK ist. Cromwell kriegt er jetzt ran. Ja, das Stuck 3 eigentlich, ich glaube, ist eigentlich so ein schöner Allround-Panzer-TD. Also ich glaube, das ist wirklich, vor allem so für Anfänger, ist der Panzer wirklich sehr schön, hat eine schöne DPM, hat ein bisschen Trollpanzerung und hat auch eine wunderschöne Waffe. Ah, guck an. Spargelbob ist ja eigentlich, macht einen smarten Move, er zerschießt hier schon mal die Häuser, dass er nachher, besser in den Cap werken kann. Das ist sehr schön, das sieht man eigentlich auch sehr, sehr selten. Braucht jetzt natürlich seine gesamten AP auf Vorrat, den er hat, aber finde ich einen schönen Move. Aber ja, genau, und auch gleich wieder umschalten auf das richtige Ziel, sprich nicht, es hat nicht Priorität bei ihm, aber wenn er eh nichts Besseres zu tun hat, kann er mal draufknallen. Jetzt hat er ein bisschen das Problem, dass ihn der ELC gleich spottet. Jetzt muss er da ein bisschen in Deckung fahren. Fährt der VK, fährt jetzt hoch. Geil, er schießt weiter kaputt, ist super. Kommt die ELC wieder hoch, jetzt hört er auf zu schießen, dass er nicht aufgeht. Jetzt kriegt er den VK, nee, doch nicht ganz. Er schießt, doch, er schießt und kriegt ihn sogar an. Das ist natürlich auch schön, er hat natürlich Panzer, die spotten für ihn, sprich, also er muss hier nicht selber Spotting-Arbeit leisten. Der Skoda kommt jetzt hier ganz hoch und da bringt es ihm jetzt, wie ihr seht, liebe Zuschauer, dass er das Haus zerschossen hat, weil jetzt konnte er den Skoda schön ankriegen. Wenn die Häuser noch dort gewesen wären, jetzt Auto, komm, zack. Ja, ich glaube, der hat gesessen. Geht hier aber nicht auf, ne? Hat hier schon so aus, einen schönen Tarnwert. Ja gut, auch mit Schokolade und Tarnnetz. Ist eigentlich auch kein Wunder. Die 80 ist jetzt mittlerweile in der Gegnerbase, super. Aber jetzt kann ich natürlich schön auf die Sniper. Ja. Jetzt hat er wieder das Problem, dass die Häuser vom Weg sind. Jetzt kommt links die LC, jetzt könnte natürlich aufgegangen sein, aber die LC hat eine Kartoffelcrew drauf oder er hat einfach zu gute Tarnung. Jetzt kommt aber der VK recht nah, der muss er jetzt rausschießen. Ah, noch zwei AP-Schüsse, noch ein AP-Schuss. Jetzt ist der VK in Deckung. Er ist aufgegangen. Und da bounced auch schon eine Type. Kleinkalibriges Zeugs, wie gesagt, bounced hier und da noch recht gerne am Stuck. Der VK kommt jetzt YOLO rein. Was der eigentlich genau erhofft, weiß ich nicht. Wird aber gleich mal weggeschossen. Geht jetzt hier wieder auf Snipe-Position. Um die restlichen Dinge, sogar mit Auto-Aim hier. Gebounced, okay. Ja, jetzt hat er APC drin, weil er natürlich seine gesamte AP vorhin zerschossen hat. Also er kann natürlich jetzt nicht sagen, der hat dann einfach seine AP vorhin auf die Häuser gesetzt. Und das, ja. Ups, ich glaube hier ist er wahrscheinlich am Schreiben. Ja. Ja, will ja auch sagen, eben, die soll die Häuser zerstören.
Vor allem mit schnellkalibrigen Waffen kann man, schnell schießenden Waffen kann man es wirklich gut machen und eben ist auch recht wichtig. Genau, um Feuerlinie zu halten, dass sie sich nicht hinten verstecken können. LC kommt jetzt hier ein bisschen aggressiver spotten. Aber eben das mit einem Äußerschießen, das macht irgendwie kaum einen Schwein. Ich weiß eigentlich auch nicht, eigentlich schade. Ja, wunderschön. Hat dafür aber einen Schuss gefressen, aber ich glaube, um den ELC zu töten, war das totally worth it. Weil der war am ärgerlichsten. Was haben sie jetzt hier noch? Sie haben den One-Hit Skoda noch, die haben den Two-Hit Stritzwagen und den Three-Hit T34. T67 ist noch zu. Ah, gut, Artis logisch ist auch und die zwei T4-Panzer auch. Ich finde es auch schön, wie hier im Team. Ja, stimmt mit dem First Priority. Und ja, warum niemand drauf geschossen hat, das ist halt immer so eine Frage, ne? Das stellt man sich vor allem auch immer als Scout, wenn man dann vorne steht, spottet und keiner vom Team drauf schießt. Ja. Also jetzt haben die einfach selber das Problem, dass sie halt keinen Scout mehr haben, weil der Lux. Ist das der Lux? Ich hab's wieder falsch eingestellt. Ne? So, der T80, ja gut. Die wird ja auch ein T80 geben. Ja, nee, ja, nee, eher eine LC ist schon tot, ne? Wollte gerade sagen, die hätten doch auch einen. T80 ist natürlich kein, also ist jetzt nicht der Scout, den man denkt. Hier, schöner Schuss auf den Stritzwagen. Visiert hier gleich um. Wieso aber auf den Panzer, nicht auf den Skoda? Ich hatte mir jetzt den Skoda gefokust. Auch wenn der Panzer so nahe kommt, aber der kommt Ding, ich hätte versucht. Na gut, da steht in Deckung. Ist natürlich jetzt Frage, ob der vorhin auch in Deckung war, aber jo. Ja, jetzt ist es wieder spannend, was passiert jetzt. Der 67er kann noch echt Damage raushauen, wenn er irgendwo richtig steht. Also, ist noch nicht gewonnen. Ja. Ist noch nicht gewonnen, wollte ich gerade sagen. Er fragt jetzt hier, dass der Stritzwagen nochmal die Artis töten gehen soll. Das ist eigentlich auch eine gute Idee. Die hören sogar auf ihm. Also, guck mal an. Das ist auch schon zwei Gefechte auf dem Stuck, ey. Wow. Das könnte ich mir, glaube ich, nicht antun. Ja, ist gut. Ich habe ja eigentlich schon knapp 900 Gefechte auf dem T50. Aber da sind noch recht viele. Ich habe mit Sleases Zeugs vorhin Kompanie-Videos dabei. Also von dem her. Ich bin entschuldigt. Ja, und jetzt ist halt so ein bisschen abwarten. Wer macht zuerst einen Fehler? Das ist auch immer die Frage, ja, wer hat die Legitimation zu campen, beziehungsweise abzuwarten? Wenn die Gegner jetzt natürlich auch abwarten, dann. Ja, aber nee, ich finde das okay, weil ich glaube, in der eigenen Base abwarten ist okay. Die machen ja auf der anderen Seite schon Push. Kollege Spargel hier fährt jetzt auch bereits zur anderen Seite rüber. Um diese zu unterstützen. 67 ist auch schon drüben gefahren, sind im Zug. Nein, aber ich finde es schön, ich spiele schön zusammen. Also, ist eigentlich ein recht nettes, lehrreiches Gameplay, ne? Zuerst die, jetzt ist der Skoda auf der anderen Seite auf. Wieso geht die Arti spotten? Oh mein Gott. Was macht die Arti? So fährt die einfach vor. Oh meine Güte. Soll ich gar sagen, ist so ein schönes, lehrreiches Gameplay, aber wenn die Arti durch so dumm vorfährt. Schön Marder getötet. Und jetzt der. Muss er schauen, jetzt haben sie sich das Problem in der Baseform, weil er jetzt hier auf Spargel auch weggefahren ist. Jetzt hat der AT alleine mit der AT. Ist natürlich die große Frage. Ja. Kann der AT das alleine machen gegen den Reroll T34 und. Ja. Und den Skoda, der tot ist. Jetzt habe ich natürlich, weil ich auf Tab geklickt habe, habe ich das auf der Minimap nicht gesehen. Es scheint natürlich dann der Skoda gerade vorgefahren zu sein. T67 ist halt immer noch zu und keine Ahnung, wo der ist. Das Ding ist halt wirklich einfach ein Todesviecher, das ist unglaublich. Ja, ich habe immer noch komische Halsprobleme. Ah, da ist ja der Type, da sind jetzt in der Zwischenzeit zurückgefahren. Das heißt, es ist eigentlich gut, dass jetzt Spargli auch dabei ist in der bei Angriffstruppe. Aber ich nehme an, der Type schießt gerade einen Stritzwagen zusammen. Ja, die Art ist auch da. Jetzt immer noch die Frage, wo der T67 ist. So, aber uns, jetzt gehen die zu zweit, gehen drauf. Spargel fährt hier doch durch den Cap. Schießt ja auch wieder das Haus kaputt, aber wieso schießt du jetzt das Haus kaputt? Das gibt jetzt keinen Sinn. Vor allem, wenn du eh nur noch 8 Schüsse hattest. Das würde ich jetzt sagen, das war jetzt nicht so. Das verstehe ich jetzt nicht, wieso er jetzt das Haus angeschossen hat, obwohl er eh schon viel zu wenig Schüsse hat. Doch, 6 Schüsse sind eigentlich zu wenig. Versucht jetzt hier mit dem Cap die Jungs ein bisschen, die Gegner ein bisschen zu zeugeln, sprich zu locken. Weil er hat halt das, den Vorteil, ne, dass er den Stritzwagen vor sich hat und der T67 oben auf dem Camphügel. Eben, wie gesagt, ich verstehe nicht, wieso jetzt da das Haus am Schluss da zerschossen hat.
Geht jetzt hier hinter das feste Haus. Stritzwagen räumt hier noch schön auf. Ja, jetzt kommt 67er noch cappen und ich glaube auch, ich würde wahrscheinlich in seine Position auch eher cappen. 67er zu finden ist jetzt natürlich... Oh lol, der AT2 ist außerhalb der Funkreichweite, halt, dass man das noch sieht, die AT auch. Ja, sieht man eigentlich auch kaum, ne? Jetzt natürlich die Frage, wo ist der C67 hin? Ich meine, es ist eigentlich kein unerfahrener Spieler mit seinen 23.000 Gefechten. Ob der unten irgendwo ist, ob der jetzt dann gleich von hinten kommt. Aber so es aussieht, kommt er zu spät. Und durch. Ja, aber es war doch eigentlich ein nettes Gefecht. Wo kommen wir? Zack. Es war doch eigentlich ein nettes Gefecht, ne? Also ich finde das jetzt, fand das jetzt gerade recht, recht nett. Einerseits hat man gesehen, dass man eben Häuser zerschießt im eigenen Cap zum Beispiel. Besonders auf der Map ist es sicher recht nett. Vor allem auch hier, ich meine, wie gesagt, wenn man hier natürlich so die Häuser da schon kaputt hat, kann sich der Gegner zum Beispiel nirgends mehr verstecken. Wenn das Haus weg ist, kann sich der Gegner noch hinter dem Haus verstecken. Also so solche Sachen. Auf der anderen Seite ist es natürlich noch umso extremer. Weil man auf der anderen Seite... Oh, kannst du ein bisschen schneller fliegen, bitte? Komm. Weil man auf der anderen Seite umso mehr Häuser hat, die einem den Weg versperren. Und da ist es wirklich eigentlich eine sehr gute Idee gewesen. Das hat ihm ja auch was gebracht. Das hat ihm ja 2, 3 Schüsse gebracht auf den Gegner von sich selber. Und das Gegnerteam hat wahrscheinlich auch umso mehr... beziehungsweise die Kameraden haben wahrscheinlich auch umso mehr getroffen. So, jetzt habe ich es auch endlich geschafft, hier rüber zu fliegen. Ja, eben. Ihr seht, hier ist halt ein Haus... Hier ist auch ein Riesenhaus gewesen. Dann haben wir hier noch ein Haus. Wir haben das hier auch. Also ihr seht, es gibt hier so viele Möglichkeiten, sich in diesen Häusern zu verstecken. Und wenn die Häuser halt nicht da sind, kriegen die auch kaum mehr Verstärkung. Vor allem das Haus hier ist eigentlich das ist eigentlich auch ein sehr, keine Ahnung, ein spezielles, beziehungsweise ein gut positioniertes. Weil wenn da hinten die TDs stehen, ihr habt das selber gesehen, dann können die Gegner hier schon ein bisschen vorfallen. Und in dem Bereich werden die gar nicht... haben zusätzlich noch Deckung zu dem Haus, dann der hat halt das Haus zerschossen, unser lieber Spargelfreund, und konnte halt dann durchwirken. Und auch hier eben diese Cap-Häuser, meine, wenn die Häuser da nicht da sind, vom das da hier, die zwei sind ja vor allem so diese, die man sich im Cap verstecken kann, dann bleibt nur noch das Haus, und das Haus ist dann halt, wenn das Haus auch weg ist, auch durch da offen. Sprich, der Cap-Kreis kann man so extrem öffnen, einfach nur durch das, dass man die Häuser zerschießt. Und ja, ich finde es eigentlich wirklich sehr nett, dass Spargel das hier gemacht hat. Und ja, es kostet natürlich Munition. Ihr habt es dann auch gesehen, am Schluss hat er eigentlich jetzt mit 6 Schüssen zu wenig. Gut, diese 2 Schüsse hätten nicht sein müssen. Aber ja, und dann natürlich als zweites noch, dass das Team Random wirklich auch schön Teamplay gemacht haben mit dem Stritzwagen, der dann vorgefahren ist, der 67er. Er ist da noch ein bisschen stehen geblieben. Also war echt ein rechtes Gefecht mit einem Panzer, den man jetzt nicht so oft sieht. Aber ihr seht, es ist wirklich ein Stuck, ist ein schöner Sniper-Panzer vor allem. So ein richtiger typischer TD halt, ne, irgendwo hinten reinstehen. Also hinten einfach so ein bisschen auf Sniper-Position. Seine Sniping, seine genaue Waffe brauchen. Panzerung hat er nicht so viel, dann Type hat zwar einmal gebounced, aber es ist eigentlich wirklich eher eine Ausnahme. hat dafür einen netten Tarnwert. Und ja, nein, eigentlich ein netter Panzer. Vor allem für Anfänger und halt für Beginner, die TDs lernen wollen, ist, glaube ich, der Stuck wirklich ein super Ding. Ist auch mobil, schnell und alles Zeugs. Also recht netter Allrounder. Also TD Allrounder. Jo, dann sehen wir uns gleich in der Gefechtsauswertung. Bis dann. Ja, liebe Zuschauer, hier sind wir auch in der Auswertung selber. Wir haben hier das Panzerspaß, wieder eine unnütze Medaille auf Unterstützer und Großkaliber. Nur ein einzigen kritischen Treffer im ganzen Gefecht, finde ich spannend. Ja, waren 900 XP, ist eigentlich extrem wenig, muss man zugeben. Für einen Panzer ist 900 XP? Spielt denn einfach kein Schwein, oder? Wow, okay. 1800 Damage insgesamt. Ich glaube, der größte ist der Sniper. Na gut, das sehen wir eigentlich nachher. Machen wir kurz. Zweiter Platz der Stritzwagen mit 1300 Damage. Ich glaube, vom Damage her, ja, genau. Ist ja zu oberst. Hier 3 Kills, 67 ist da auf dritter Position. Also, sie haben eigentlich zu dritt am Schluss schön runtergespielt. Ja, der Rest halt. Was will man da groß sagen? Gegner-Team hat es der Reroller auf den obersten Platz geschafft und dann das ganze Platoon 1. Der LC dann ein bisschen rumgedattelt ist, hat genau einen Schuss geschafft abzuschießen und ist dann tot gewesen. Oh lol, Cromwell als Top-Tier so gefailt. Schade. Und auch die VKs, also das Platoon 2 ja als Top-Tier recht abgestunkert. Ja, kommen wir aber jetzt zum spannenden Teil. Er hat 30 Schüsse verschossen. Aber wie gesagt, es sind ja auch einige Schüsse in die Häuser rein.
Sprich, total legitimiert. Aber von den 18 Schüssen, die er getroffen hat, sind 4 durchgegangen. Ich weiß. Ach genau, die waren auf den AMX 40 zu Beginn, die gebounced sind. gibt alles in allem 18, wie gesagt, ca. 800 Damage. 1200 davon hat er gesniped. Ist aber als Duck total legitim. Ne? Vor allem wohlgemerkt, er hat 1200 gesniped. Und von diesen 12, von diesen 18 Schüssen, die er gesniped hat, beziehungsweise sind eigentlich nur 4 nicht durchgegangen. Also wirklich eine schöne, wirklich eine super Leistung hier insgesamt. Eben nur 2 Schüsse gekriegt, weil er schon hinten gestanden ist. Ja, 9 Ja, irgendjemand angeschossen, 3 davon getötet, hat noch 78 Punkte Capture, 2,5 Kilometer gefahren, ist eigentlich recht viel als TD. Ja, 13.000 Miese gemacht, ist aber unter anderem wegen dem der Schokolade, die er genutzt hat, sonst hat er sogar Plus gemacht und natürlich auch wegen der vielen Munition, die er verschossen hat. Also sprich, ist ja noch recht viel APC am Schluss gewesen, weil er dafür die AP in die Häuser reingesetzt hat. Moment, es ist nicht das Premium-Stuck-Ding, das Mission-Stuck scheint der normale Stuck zu sein, weil er hier keinen Premium-Bonus gekriegt hat. Ich glaube, ich muss zugeben, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, es ist einfach der normale Stuck, nicht dieser Personal-Mission-Stuck da. 1400 insgesamt, also sprich 900 Base gibt 1400 mit Premium und das gibt mal 3.000, 4.200. Ja, das war doch ein recht nettes Replay. Also, ich habe jetzt gerade Freude gehabt mit dem Panzer. Mal wieder ein bisschen was Neues und ja. Liebe Zuschauer, vergesst nicht zu bewerten, etc. pp. Ne? Ihr kennt den ganzen Spruch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.